Lass uns mal hier ein klein wenig Zeit vergehen lassen. Ja. Wieder. Ich bin jetzt gespannt. Genau, ein Monat ist um. Wir bluten ein bisschen APs. Also das ist halt auch wegen unseren lokalen Aktionen. Ist aber unsere Abnahme der Metalle halt gerade ein bisschen hoch. Diplomatische Aktion, infrastrukturelle Unterstützung wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Sehr schön. Das heißt, in Japan haben wir jetzt auch 141 Beziehungen. Wenn wir uns jetzt mal hier unsere Blockzusammenstellung. Australien 146, Japan 141. Das ist doch ganz komfortabel. So. Bei 110 steigen sie aus dem Block aus. Da würde ich ja sagen, wir können Australien und Japan ruhig nochmal demnächst nach AP fragen. Mhm. Beziehungsweise Japan können wir jetzt, glaube ich, sofort fragen. Ja. So, ask for governmental assistance. Müssen wir auch, glaube ich, machen. Und wir könnten sogar nochmal Investitionspunkte nehmen. Wir haben da nur noch einen und damit erhöhen wir die Erfolgschance um 10%. Ja. Und die Japan hat 39.000 AP, auf denen sie so einfach sitzt. Also da, das ist ja wohl... Wie machen die das? Weiß ich nicht. Ja. Wann geht freundliches Annektieren, fragt Horst hier im Chat. Das geht. Ich mach mal gerade wieder auf Pause. Ich gehe jetzt mal auf Australien, mach Blockaktion, Annektierung. Wenn wir brauchen eine wirtschaftliche Integration von über 70, militärische Integration von über 70, eine wissenschaftliche Integration von über 70 und soziale Integration von über 70, dann können wir Provinzen annektieren und wir brauchen 5 Wohlwollenspunkte. Könnte man das da ausprobieren? Mit irgendeinem kleinen Inselstaat oder so, den wir jetzt militärisch gut finden? Also, weil es mich wirklich interessieren würde. Nee, können wir nicht ausprobieren. Ich vermute so bei sowas wie... Können wir nicht ausprobieren, weil wir müssen erst bei den ganzen Projekten bei den Blockintegrationen wirklich viel weiterkommen, weil das ist halt immer, hier haben wir plus 10 wirtschaftliche Integration gekriegt. Und das hat uns 2100 Aktionspunkte gekostet. Das heißt, diese ganzen Sachen sind dann immer für den kompletten Block. Das ist nicht abhängig von, welches Land gehört zu unserem Block, sondern tatsächlich müssen wir diese Sachen erst weiter erforschen, bis wir in allen 4 Bereichen über 70 sind. Und dann können wir das machen. Wir können es also nicht in einem kleinen Staat ausprobieren, leider. Na gut, wir wollen ja eh diplomatisch sein. Ja, genau. Genau, ja. Also ist egal, wie wenig oder viel Einwohner da irgendetwas hat oder wie bedeutsam das ist. Diplomatische Aktion, finanzielle Unterstützung würde erfolgreich in Japan umgesetzt und wir kriegen davon einen Wohlwollenspunkt. Super. Wunderbar. Das heißt, da sind die Beziehungen jetzt nochmal gestiegen. Diplomatische Aktion, Ask for Governmental Assistance, wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und da sind sie wieder um 5 gefallen. Und zack, haben wir 7,6 Aktionspunkte. 7600 Aktionspunkte. Tja. Wir könnten uns jetzt nochmal gucken, ob wir Infrastruktursachen machen, aber im Moment glaube ich, wir können auch nochmal einen Moment warten, weil auch dieser Boost dadurch ist dann ja immer nur für ein Jahr. Was ist hier passiert? Nepal hat sich dem Block Indien angeschlossen. Fun Fact an dieser Stelle. Okay. Indien, Griechenland und Nepal bilden einen Block. Das finde ich ganz spannend. Stimmt. Ja. Definitiv. Ich überlege gerade, was wie das gekommen ist, dass also Indien und Griechenland in diesen Block kamen. Also. Ja, ist echt ein lustiger Block. In dieser Spiellogik passierte, dass das
eine Idee oder ein Ansatz war. Ja, Chile hat sich Brasilien angeschlossen. Okay. Hm. Da wäre auch die Frage, ob wir nochmal auf Panama schauen. Wenn es jetzt mit Japan und Australien so grundsätzlich gut läuft. Ja. Andorra hat sich den Block von Frankreich. Ja. Und Norwegen den Block von Deutschland. Ja, das Problem war, wenn wir jetzt Panama, das war ja eben, als wir zu viert im Block waren, also Australien, Südkorea, Japan und wir, hat das super viel Metall und Brennstoff gekostet, sodass wir bei Metall bei minus 90 waren. Und nachdem Südkorea wieder rausgegangen ist, ist das hochgegangen und unsere AP-Kosten sind auch wieder, das sah eben noch schlimmer aus. Der Unterhalt ist tatsächlich ein Ding, dass man jetzt mit den dreien ist es noch möglich. Ich glaube, wir sollten erst in eine Richtung gucken, noch jemanden mit reinzunehmen, wenn wir hier oben wieder weit im Grünen sind. Das erschließt sich mir. Ja. Fürchte ich. Dann wäre noch die Frage, wie wir bei uns noch irgendwas tun können, um entweder die Aktionspunkte oder Metall zu boosten oder die Wirtschaft. Ob es da jetzt noch irgendwas gibt, was wir praktisch machen können. Außer aufs nächste freie Projektfeld zu warten. Ich denke, wir müssen aufs nächste freie Projektfeld warten. Weil wir boosten schon hier unsere Rohstoffeinnahmen und nur Metall ist am Abnehmen und zwar in einer geringeren Rate als eben. Und dafür geben wir AP-Punkte aus. Sobald wir unsere Wirtschaft boosten, entweder durch die Tourismusgeschichte oder wenn wir in Richtung fossile Brennstoffe gehen, wird unsere Wirtschaft hochkommen und auch diese Faktoren, die Rohstoffe. Und dann wird unsere Bevölkerung wachsen und dadurch werden wir mehr AP bekommen. Also ich würde wahrscheinlich, ich mache nochmal auf Pause, hier sind Sachen passiert. Niederlande haben sich Italien angeschlossen und Bahrain hat sich Saudi-Arabien angeschlossen. Also ich denke, ich würde wahrscheinlich Richtung fossile Brennstoffe gehen, dann sobald wir einmal unsere Rohstoffe ausgebügelt haben, sollte es unserer Wirtschaft so weit besser gehen, dass dann unser Index für menschliche Entwicklung steigt und dann irgendwann halt einfach auch AP in Plusbereich kommen. Der Chat ist sich uneins. Tourismus ist immer gut, Touristen sind nie gut. Ja, klärt das friedlich. Letzte Woche gab es noch den freundlichen Hinweis und dann bricht eine Pandemie aus und dann bricht der Tourismus auch zusammen. Ja. Deswegen machen wir parallel noch die Modernisierung des Bergbaus. Ja. Und Atompilz, unser Plan war, dass wir auf nachhaltigen Tourismus setzen. Also, dass wir ganz besonders diese Form... Nee, Erholungstourismus hatten wir gesagt, ne? Ja, Erholungstourismus ist dann etwas, was in nachhaltigen Tourismus dann mündet. Das ist so dieser Strang, dem wir folgen. Auf der einen Seite setzen wir auf Bergbau, auf der anderen Seite auf eine Tourismusart, die Umweltzerstörung abbaut und dann können wir noch lokale Aktionen machen, dass Umweltzerstörung reduziert wird über einen gewissen Zeitraum. Aber jetzt müssen wir erstmal jemanden fürs Finanzministerium neu rekrutieren. Das ist hier, dass es mit Beraterverträgen läuft, finde ich so ein bisschen seltsam, aber auch irgendwie interessant. Das hat irgendwie so einen ganz schrägen Touch. Ja. So, entweder Noah Fontana reduziert uns die Geldkosten für den Unterhalt aller Projekte um 10. Das ist ein ordentlicher Batzen, den wir gerade gebrauchen könnten. Oder unser Interventionismus-Zielwert sinkt um minus 3 durch Christopher Jansson. Janssons. Ich wäre eher für die Geldkosten. Also das wäre ich auch. Frage ist, ob die 10 so stark ins Gewicht fallen oder ob wir vielleicht nochmal gucken, dass wir irgendwas mit Aktionspunkten, irgendwen finden, der uns Aktionspunkte bringt. Ja, gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal bei Geld, was wir haben im Moment. Investitionen, Projektkosten. Also der Unterhalt von Projektkosten ist im Moment 555. Also wir haben ja, also Projekt, wenn ich das richtig verstehe, ist alles, was hier bei unseren... Achso, ich kann gerade nicht in die Projekte reingehen.
Also alle Sachen, die in bei den Projekten grün sind, kosten uns Unterhalt an Geld. Und wenn jedes dieser Projekte um 10, ist das ein riesiger Batzen. Ja, das kann ich, ja, das verstehe ich. Wenn das so, wenn das die Logik ist, dann ja. Dann würde ich sie verpflichten. Ja. Weil ich glaube, aus der Finanzverwaltung werden wir nur schwer etwas bekommen, was uns AP-Bonus gibt. Denke ich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, da sind, ne, wenn ich hier jetzt gucke, bei Diplomatie, hier sehen wir Unterhalt 5, 8, 15, 25, 1, 2. Das heißt, de facto sorgt diese Frau bei dem 15, dass es runtergeht auf 5, die Kosten. Also das wird uns, denke ich, deutlich was bei den Einnahmen bringen. So. Ja. So, beide Projekte. Übrigens, das. Ja. Ich würde ganz langsam nochmal so eine Pause vorschlagen wollen. Das liegt wirklich daran, dass aus irgendwelchen Gründen meine Nase heute so ein bisschen zu ist. Und ich häufiger eine kleine Pause brauche. Ja, nee, ich finde das gut. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich wollte auch nochmal kurz auf das, was Atompilz vor einiger Zeit schon im Chat gefragt hat. Es gibt doch militärische Möglichkeiten. Ja, aber auch nicht so einfach, dass wir sagen können, okay, Südkorea ist aus unserem Block ausgestiegen, da haben wir was gegen. Und wir nehmen die jetzt ein. Wir bräuchten dazu einen Agenten, der muss Ansprüche fingieren und dann können wir einen Krieg erklären. Weil wir sind ein demokratisches Land. Wir brauchen erst einen Kriegsgrund. Oder wir könnten uns entwickeln zu einem totalitären Staat und dann brauchen wir keinen Kriegsgrund mehr und können angreifen. Das ist aber jetzt nicht so unbedingt das, was wir vorhatten. Und das sorgt auch dafür, dass wir dann so ein bisschen den diplomatischen oder den Wissenssieg nicht mehr anstreben können. Das ist halt so ein bisschen... Also es ist relativ komplex miteinander verwoben, was man machen muss und was nicht. Und um einen Spion einstellen zu können, brauchen wir erstmal 4000 AP. Und dann kann der auch Aktionen ausführen, die auch Aktionspunkte kosten. Und da sind wir gerade dünn. Da haben wir jetzt gerade unsere Nachbarn irgendwie um Aktionspunkte gefragt. Und einfach mal so ein Projekt, die wir auch brauchen, so für Bergbau oder sowas, da müssen wir auch schon wieder 3000 ausgeben. Und im Moment sind wir da in einem Minusbereich. Das heißt also, wenn man eine Demokratie bleiben will, ist die militärische Lösung halt auch nicht so naheliegend. Die wollen es doch auch, ja. Ja, genau, aber dafür brauchen wir einen Spion, der das rausfindet. Ja, was auch so spannend ist, dass es in dem Spiel so keine internationalen Regime gibt, also sowas wie die Vereinten Nationen oder die Welthandelsorganisation oder so, das gibt es nicht. Und insofern sind die... Doch, die Vereinten Nationen haben wir. Da können wir auch gleich nochmal drauf gucken. Machen wir damit irgendwas? Die Sachen, die man dort machen kann, sind unglaublich AP-teuer, aber gut, dass du es sagst, da sollten wir nochmal drauf gucken. Also für den Diplomaten, die kann ich mir das interessant vorstellen. Und ansonsten nehme ich alles Weitere zurück, weil ich ja noch nicht weiß. Oder nicht auf dem Schirm hatte. Nee, aber WTO habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber wer weiß. Also wir ziehen quasi wie bei einer Zwiebel gerade. Ebene und Ebene von diesem Spiel ab und verstehen auch besser, wie diese Sachen funktionieren. Und Romy ist schon wieder zum Nasenputzen aus dem Bild raus. Das ist ja okay. So, ich lese mal gerade vor. Ein neues, großes Unternehmen plant den Börsengang. Ein großes Unternehmen aus unserem Land plant, an die Börse zu gehen. Das können wir uns sicherlich irgendwie zunutze machen. So, an der Börse passiert nichts ohne unser Einverständnis. Interventionismus geht um einen hoch. Wir kriegen mehr Geld, 500, und die Unzufriedenheit im Land steigt um 2%. Geld ist etwas, was wir nicht dringend brauchen gerade. Geben wir ihnen zusätzliche Impulse und Steuererleichterungen, um weitere Investoren anzulocken. Auch Interventionismus hoch. Geld 800, könnten wir uns leisten. BIP-Wachstum um 5 für 100 Tage.
Interessant. Zwar nur für 100 Tage, aber naja, nur für 100 Tage ist halt nichts. Hm. Oh. Wir werden nicht eingreifen. Die Börse ist nicht ohne Grund öffentlich. Plus 800 AP. Hm. Spannend. Also, mein Bauch sagt Nummer 3. Ja, meiner auch. Diese 800 Aktionspunkte sind einfach echt verlockend. Ja. Und aus dem BIP-Wachstum kommen wir mit den beiden Plänen, die wir uns jetzt gemacht haben, sehr gut raus, weil zwei Projekte enden jetzt gleich, quasi. Sehr gut. Ja, Leute, es ist Weihnachten, ne? 800 AP geschenkt. Zack. Los. Ja, es ist Weihnachten. Und das Projekt Geschlechtliche Gleichstellung wurde umgesetzt. Das bringt uns BIP-Wachstum. Und jetzt, ja, würde ich sagen, wir nehmen die Bergbauroute, oder? Oh, wir müssen erst warten, bis die Modernisierung abgeschlossen ist, bis wir das nächste nehmen können. Und ja, ich würde die Bergbauroute nehmen. Ja. Aber okay, wir müssen erst warten, dann müssen wir das nehmen. Und dann müssen wir warten, bis das fertig ist, um das zu erforschen. Das heißt, wir könnten jetzt, weil hier das nächste dauert noch 3 Tage, bis das hier abgeschlossen ist. Das heißt, dann haben wir wieder einen freien Projektplatz. Das heißt, wir könnten bei wirtschaftlicher Fokus schon mal Tourismusindustrie regulieren machen, um auch zum Erholungstourismus zu kommen. Das finde ich gut. Und dann kann ich endlich Tourismusregulierung von meinem Zettel streichen. Jawohl. Da steht übrigens auch immer noch die nationale Währung drauf. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist etwas, was wir auf jeden Fall machen, wenn wir, weil ich glaube, diese beiden Sachen sind gerade der Schlüssel, um hier auf den grünen Zweig zu kommen. Und dann können wir auf jeden Fall... Also das Spiel ist noch in der Beta-Version für alle, die zuhören. Neuseeland hat eine eigene Währung, aber in diesem Spiel, was noch in der Beta-Version ist, ist Neuseeland halt ein sehr kleines Land und da sind längst nicht alle Projekte erforscht, sodass wir auch tatsächlich für Neuseeland erst den Punkt eigene Währung erforschen müssen. Ja, okay, aber dann machen wir Tourismusregulierung als nächstes Projekt. Dauert nur 100 Tage. Das ist schön. Und in 3 Tagen... zum Jahreswechsel ist das nächste Projekt fertig. Modernisierung der Bergbauindustrie wurde umgesetzt. Und da sind wir jetzt bei, na, wir sind nicht im Grünen gelandet, minus 16, aber wir werden im Grünen landen, sobald wir die Forschung so weit vorangetrieben haben, dass wir diese Plattformen, die Förderplattformen bauen können. Umwelt, Regulierung der Bergbauindustrie. Oh, und dann kriegen wir eine neue Aktion, Industriezuschüsse. Das ist super. Ja, also 1,6, dauert 150 Tage, dann geht's mal los. Okay, wir haben einen Plan, dem wir folgen. Das ist schön. Und tatsächlich ist es jetzt schon wieder so, ich würde jetzt, wenn ich mir hier so angucke, wir sind bei 152 Beziehungen, beziehungsweise 141, ist das korrekt? Block, ach, wir wollten auf die UN gucken, ne? 52, 141. Ich würde jetzt fast tatsächlich noch mal am Block was machen. Also würde hier bei Japan Blockaktionen machen und achso, infrastrukturelle und finanzielle Unterstützung können wir gerade nicht. Politische, ja, wir haben dasselbe politische System. Blockaktion, also die beiden Sachen können wir gerade nicht.
Ja, blöd. Ich würde dann tatsächlich, wir sind bei 141, ich würde Japan nochmal ein letztes Mal fragen wollen. Und dann, sobald es wieder geht, die beiden Sachen wieder durchführen. Das finde ich gut und würde vorschlagen, wenn wir sagen, dass wir keinen weiteren Block mehr großartig aufbauen wollen, dass wir versuchen, mit anderen Staaten aber die Handelsbeziehungen zu fördern. Ja. Also, dass wir Handelsabkommen schließen. Mit unterschiedlichsten Staaten. Vielleicht wäre das auch für Panama beispielsweise so eine Variante oder für irgendeinen anderen Staat, mit dem wir uns gut verstehen. So Kanada war ja auch noch offen, ne? Ja, genau. Oder USA. Richtig, da machen wir jetzt kurz so ein bisschen Diplomatie. Ich würde hier nach AP-Punkten fragen und bei Australien auch. Also hier bei Japan wirklich ein letztes Mal. Ich will nicht unter 135 gehen, so ungefähr. So. Und Australien dasselbe. Governmental Assistance. Gebt uns bitte AP-Punkte. Und hier können wir da... Nee, da können wir auch noch nichts. Hier müssen wir noch 10 Tage warten, bis wir finanzielle Unterstützung machen können. So, und jetzt wäre es Kanada. Positive Aktion. Wir könnten... Achso, wir könnten kooperative Aktionen, Handelsabkommen, wir haben Investitionspunkte, wir haben ein Wohlwollen. Ah, unsere Beziehungen sind nicht hoch genug. Das heißt, wir könnten mal Kanada, diplomatische Mission, investieren und Wohlwollen erlangen, alle drei Sachen machen und dann ein Handelsabkommen mit Kanada abschließen. Dann würde ich allerdings mit Wohlwollen und der diplomatischen Mission anfangen, weil die Investitionen haben nur 65%. Da wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir noch einen Wohlwollenspunkt dann mit in den Pott werfen könnten. Ja. Na gut, wir können hier... Ja, da würde ich nicht so viele investieren. Ich würde nicht 10 Punkte, sondern... Ich würde... die diplomatische Mission auf plus 4 lassen. Na okay, wir kriegen 10 abgezogen, wenn das nicht klappt. Würde ich vielleicht doch 10 investieren, um auf 80 zu bringen. Und dann positive Aktion Wohlwollen erlangen. 85%. Und da würde ich mir... Ja, da würde ich nicht 15... Sollen wir es auf 95 boosten? Wir haben nur noch 24 Investitionspunkte. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Dann wenn wir... Wer hätte die Erfolgschance einfach höher? Ich mag höhere Erfolgschancen. Okay, machen wir das. Okay. So, und dann könnten wir die... Vereinigten Staaten von Amerika, da haben wir gute Beziehungen, da haben wir 102, reicht aus für ein Handelsabkommen, wir müssen über 100 haben. Ah, wir haben kein Wohlwollen und wir haben keine Investitionen. Das heißt, bei den USA machen wir Investitionen. Weil im Moment haben wir nicht die Möglichkeit, um Wohlwollen zu werben. Und wir haben leider keine Punkte, die wir hier zum Boost ausgeben können, aber so ist es halt. Okay. Ja, und dann, wo könnten wir noch Sachen machen? Frankreich könnten wir noch mal investieren. Oder wir können damit eine diplomatische Mission loslegen. Was haben wir? Aber du hast recht, 90, investieren geht auch mit einer höheren Erfolgschance. Ja. Ich würde investieren und Investitionspunkte ausgeben.
Und dann können wir tatsächlich auch die Mission machen und auch nochmal Investitionspunkte aufgeben. Südafrika ist auch gut, wird gerade gesagt. Finde ich auch nicht schlecht. Ich mache das jetzt mal. Südafrika hatten wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm. Richtig. Ich mache jetzt hier mal beide Sachen mit dem wahrscheinlich mit dem Erfolgschancenboost mit Frankreich. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn in Südafrika? Südafrika haben wir eine Beziehung von 85. Ist aber auch hier. Schauen wir mal nach da, in den globalen Süden wieder. Wobei wir doch im globalen Süden sind, ja. Also, positive Aktionen. Ja, gut. Diplomatische Mission und Investitionen beides machen ohne Erfolgsboost. Ja, na dann. Also ich meine, wir haben jetzt 75, nee, wie viel waren es? 85 Beziehungen. Erfolgschancen? 85. Achso, nee, ja genau, Erfolgschance 75 bei diplomatischer Mission und bei Investition 65. Naja, die Investitionen sind halt verlockend, finde ich. So aus finanzieller Perspektive. Die diplomatische Mission könnte uns langfristig helfen. Deswegen finde ich die eigentlich auch ganz gut. Die diplomatische Mission hilft uns nur 365 Tage. Ja, aber in den 365 Tagen könnten sich ja ganz neue Möglichkeiten ergeben. Das ist richtig, aber so langfristig ist es nicht. Also das hatten wir letztes Mal so, das ist ja immer nur begrenzt, also sollte man es nicht herumspammen. Deswegen ist jetzt, wir arbeiten an Kanada, an Frankreich und an Südafrika. Und da, wo irgendetwas davon nicht klappt, dann haben wir da halt leider ein bisschen Pech gehabt. Aber tatsächlich, weil wir mit Südafrika noch nichts gemacht haben, würde ich einfach sowohl diplomatische Mission als auch Investitionen beides machen. Und wenn irgendwas schief geht, dann, ja, ist es halt so. Ja, komm, dann los. So, und positive Aktion, Investition, bestätigen. So, jetzt haben wir drei Länder, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und jetzt können wir Vereinte Nationen. So, die haben wir irgendwie, das ist nur der Sicherheitsrat anscheinend. Und wenn wir hier können wir ganz viele Sachen umsetzen. Hier links gibt es Resolutionen, die wir vorschlagen können. Und das wäre hier militärische Intervention. Gewähren Sie Mitgliedern der Vereinten Nationen einen Casus Belli gegen ein Einzelziel. Rumi, was ist ein Casus Belli? Ich habe keine Ahnung. Fragen wir die... Ich würde Google fragen. Oder eine andere Suchmaschine eurer Wahl. Ja. Casus Belli. Also ich hatte einen großartigen Völkerrechtsprof. Casus Belli vom lateinischen Casus Belli, Kriegsfall. Casus Belli wird eine Handlung bezeichnet, die in einer meist schon angespannten Situation unmittelbar einen Krieg auslöst. Der Casus Belli schreibt also nicht die Menge der Umstände, die zu einem Krieg führen, sondern meist nur den letzten auslösenden Faktor. Der Casus Belli als Angriffshandlung im Sinne des Völkerrechts zu verstehen, entsteht daraus das Recht, einen Krieg in Selbstverteidigung zu führen. Daraus ergibt sich das Problem, im jeweiligen Fall des Vorliegen einer Angriffssituation prüfen zu müssen, was im Allgemeinen Aufgabe des UN-Sicherheitsrats ist. Also, gewähren Sie Mitgliedern der Vereinten Nationen einen Casus Belli gegen ein Einzelziel. Also ich möchte jemand anderes sagen, ihr habt einen Kriegsgrund auf die. Wir können Länder anerkennen. Ja, die eigentliche Idee ist ja, dass kein Krieg mehr geführt werden soll zwischen unterschiedlichen Staaten. Und wenn doch ein Krieg geführt wird, dann kein Angriffskrieg, sondern eher ein Verteidigungskrieg. Und das tatsächlich auch immer wieder eine ganz spannende Frage, auch in den internationalen Militärbündnissen. Ich glaube, zuletzt gab es die Frage, also nicht nur zuletzt, aber so ein bisschen in den Medien durchgegangen ist es bei der Frage der Besetzung der Krim,
oder bei den Jugoslawienkriegen und dem Eingreifen der NATO. Und an solchen Stellen einfach nicht klar ist, ist es jetzt eine Selbstverteidigungsgeschichte oder doch ein Angriffskrieg. Denn Angriffskriege werden eigentlich sanktioniert. Mhm. Ja, und hier gibt es dann quasi einen Kriegsgrund. Also die Gewähren eines Kriegsgrundes, ne? Ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich erinnere mich aber noch an diese Debatte rings um den Irakkrieg. Und diese Aussage von Colin Powell vom UN-Sicherheitsrat, dass sie irgendwelche Massenvernichtungswaffen gefunden oder geortet haben oder so. Und das war die Erklärung dafür, warum sie da angreifen müssen. Weil Selbstverteidigung. Ja, und genau, das war dann quasi der Casus Belli in dem Fall.